Ja, Frau Martin, am Apparat von Intesa San Paolo Bank und wir rufen ihn an, weil wir. Ja? 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 Hast du den Satz mit in der Hälfte vergessen, oder? Nein, es handelt um eine Rückgabe. Eine Rückgabe? Haben Sie Geld verloren durch, ja, haben Sie Geld verloren durch Online-Investitionen wie Bitcoin, Aktien, Krypto, Online-Trading und andere verschiedene Plattformen? Ja klar, ganz viel. Ja, und wie Ja? viel Geld haben Sie verloren? $7.000. 7.000. Und mit welchen Plattformen? Das war mit Booster FX. Mit Booster? Booster. Wie die Boosterimpfung oder wie der Booster Energy ist. Drink. Ja, mit Booster. Booster Und wann FX. hat SX? Diese Bastarde, ey. Die haben mein Geld gestohlen. Ja, haben Sie mit Broker gearbeitet? Mit wem? Mit Broker? Mit Brokern? Kenne ich nicht. Das war so automatische Trading, war das mit so Roboter. Online-Trading. Ja, mit Roboter. Der hieß R2D2, der Typ. Ja, Ja. und wann haben Sie dieses Geld verloren? Dezember, vor Weihnachten, kannst du dir nicht vorstellen. Die haben mir vor Weihnachten mein Ah. Geld weggenommen. Damit Vor wollte ich in den Weihnachten. Puff gehen, die haben mir das weggenommen. Nach dem letztes Jahr, ne? Ja klar, dieses Jahr war ja noch kein Dezember. Ja, genau. Ja, und jetzt? Ja. Und haben Sie eine Sparkasse Bank? Nochmal. Ja. Haben Sie eine Deutsche Bank, Sparkasse Bank, Raiffeisen Bank? Ja, klar. Ja. Ja. Welche? Ja. Sparkasse Bank. Sparkasse Bank, genau. Sparkasse Warum? Bank, weil es handelt um eine Rückgabe und Sie bekommen Ihr Geld zurück in Ihr Konto mindestens 2, 3 Werktagen. Ach Ja, so. wir sind eine Finanzinstitution. Wir sind eine Finanzinstitution für das verlorene Kapital. Wir sind finanziert von ECB, Europäischen Zentralen Bank. Und Sie bekommen, was Sie Europäische verloren Zentrale haben. Bank? Europäischen Zentralen Bank, ja, genau. Das ist ja geil. Erzähl weiter. Ja. Ja? Ja, und es würde einige Ermittlungen gemacht und viele IP-Adressen würden lokalisiert. Alle Plattformen. Ja, alle Plattformen sind im Ausland erwischt. Insgesamt sind 200 unlizenzierte Plattformen gesperrt und geschlossen dadurch. Es ist eine Riesendatabase gefunden und ihre Eine Daten würden Database dort ist registriert. gefunden? Und wir haben, ja, Was ihre ist denn? Database gefunden. Was ist eine Database, verdammt? Was heißt das Wort? Ich kenne das nicht. Da, wo Ihre Daten registriert würden und wir müssten ihn kontaktieren und über Ihr Verlust besprechen. Ach so, ihr habt das Einwohnermeldeamt dicht gemacht, oder hier, wie hießen die Schufa-Typen? Das wurde ja auch allerhöchste Zeit. Das habt ihr gut gemacht. Es ist ein, ja, Vielen Dank. und Sie bekommen alles, was Sie verloren haben und Sie bezahlen keinen Cent für das. Bekomme ich dann noch meine Frau wieder? Die habe ich auch verloren. Sie hat auch verloren. Ja. Ihren Ehemann und zwei Brüder hat sie verloren. In Tschetschenien. Okay, wir gehen weiter mit Ihrem Fall. Und wenn Sie, wenn Ihre Frau zu Hause kommt, wir telefonieren auch Sie. Ja, meine Frau kommt so in halbe Stunde nach Hause. Ist ja toll, dass ihr auch Leute aus dem Reich der Toten wiederholen könnt. Das Ah, ist ja okay, richtig krass. alles klar. Und Sind jetzt Sie, bist du selber können Sie, Nekromant oder macht das eine andere Abteilung? wie bitte? Macht die Wiederbelebung von den Verstorbenen, macht das eine andere Abteilung oder machen das auch Sie selber? Nein, Sie bezahlen keinen Cent.
Das habe ich gar nicht gefragt, aber ist in Ordnung. Das ist gut zu wissen. Dankeschön. Ja, ich würde Ihnen eine E-Mail mitteilen, damit Sie auf ein paar schriftliche Informationen haben können, damit Sie wissen, mit wem Sie sprechen, wer wir sind, was wir machen und so weiter. Sie bekommen alles per E-Mail. Ja, können das Sie ist bitte super. Ihre aktuelle Adresse-E-Mail buchstabieren? Ja, B-I-G. Ja. D-I-C-K. Warte, ja, okay, nochmal von vorne. Kannst du richtig buchstabieren? Ja. Dora? Ida? Dora? Cesar Kaufmann? Dora? Ida? Nein, Quatsch, Cesar? Entschuldigung, ich habe falsch angefangen. Nochmal löschen. Stopp, nochmal von vorne. Okay. Bertha, Ida, okay. Gustav? Ja. Dora, Ida, Cesar Kaufmann, Dora, Ida, Theodor, Richard, nein, Quatsch, ich bin zu dumm zum Buchstabieren heute. Also, B-I-G-D-I-C-K und dann kommt Dimitri, mein Name, Dimitri. 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 Ja, Dimitri. Und dann @gmail.com. BigDickDimitri@gmail.com. Das ist meine E-Mail-Adresse. Und dann @gmail. Gmail.com. Richtig. Okay. Super. Ich buchstabiere normal, W wie Beata. Ja, Beata, genau. Ida. Ida. Gockel. Doofkopf. Dora. Indianer. Cäsar. Kanalie. Und dann Dimitri mit zweimal I geschrieben. Nochmal von vorne. Ich glaube, es ist einfacher, Beata, wenn du mir deine E-Mail-Adresse gibst und ich schreibe dir. Sonst sind wir in 2 Stunden noch dabei. Warte, Baby Beata, I wie Ida, G wie Gustav, D wie Dora, I wie Ida, C wie Cäsar, K wie Kaufmann, D wie Dora, I wie Ida, N wie Nordpol, I wie Ida, nein, stopp, nicht Nordpol, Theodor? Martha, nicht Nordpol, Martha. Martha. Dimitri. Ah, ist das schwierig. Dimitri. M wie Martha. Martha, genau. Kein E wie Dora, I wie Ida, M wie Martha. Ja, super. Kanyezna, super gemacht, super. Okay, sind Sie jetzt vor Ihr PC, damit ich... Ja klar, ich habe die Rendermaschine am Laufen, wir können loslegen. Okay, ich schicke, damit wir wissen, ob die richtige E-Mail ich habe, ne? Dann und ist auch besser für ihn. Ja. Du, warte, ne? Und haben Sie die Unterlagen, die Sie verloren? Ja, die vom Nachweise? Konto. Ja, Sie haben, ne? Ja, ich habe Nachweise. Alles Meerschweinchen habe ich auch. 3 Stück. Reicht das? 3 Stück? Ja, ich habe ihn gesendet, aber die E-Mail-Adresse ist nicht richtig. Na doch, ist die richtig. Ich habe das jetzt offen. Gib mir deine E-Mail-Adresse, ich schreibe dir. Warte, können Sie nochmal geben? Ja, bigdickdimitri@gmail.com. Nochmal, warte, nochmal jetzt. Ah, oh, wie schwierig kann das sein? Also, du hast Dimitri, wie hast du Dimitri geschrieben, sag mir? G wie Gustav. Nein, Dimitri, ich bin kein Gustav, verdammt. Dora, Ida, Martha, Ida. Theodor, Richard, Ida, Dimitri. Dimitri, ja. Dimitri, wie der Vorname, @gmail.com. BigDickDimitri@gmail.com. Ja, Dimitri und weiter. @gmail.com. Von vorne. Puta Madre. Ja, von vorne. Ja,
Berta, Ida, Gustav. Dora. Ida, Gustav. Du bist so langsam wie ein Fleckmann. Ida, Cäsar, Kaufmann. Berta, Berta, Ida, Gustav, Dora. Ida, Cäsar, Kaufmann. Ja. Und dann Dora, Ida, Martha, Ida, Theodor, Richard, Ida, @gmail.com. Wie man Gmail schreibt, weißt du, oder? Gib mir einfach deine E-Mail-Adresse, ich schreibe dir, das wird doch so nichts. Hallo? Ja? Was ist los? Hast du es jetzt geschrieben oder was? Ja. Wie lange arbeitest du da schon? Bist du neu? Bist du neue Devoshka? Hallo? Ja, hallo, warte. Worauf soll ich denn warten? Bitte. Ich habe genug gewartet. 12 endlose Jahre in Azkaban. Und jetzt muss ich mir das hier auch noch antun. Ja, aber es geht nicht mit der E-Mail. Natürlich geht das. Ich habe die E-Mail hier offen. Ich habe mich gerade bei Kinox wieder angemeldet. Welchen Buchstaben schreibst du, wenn ich Cäsar sage? Hey, wie Charlie. Englisch sagt man Charlie. Alpha, Beta, Charlie. Charlie, Cäsar. BigDickDimitri@gmail.com. Meine Güte. Sie gerade stellen mir wirklich die Frage, wer hier wen trollt. Bist du seriös? Ja, natürlich, mein Herr. Dann gib mir deine E-Mail-Adresse. Ich schreibe dir, sonst sitzen wir morgen noch hier. Es wollen noch andere von mir durch den Kakao gezogen werden heute. Daimin, ja, E-Mail-Adresse. Пожалуйста. Can you please give me your E-Mail address, madam? Also jetzt weiß ich langsam auch nicht mehr. Bist du noch da oder ist das Atmen jetzt auch schon zu schwierig? Hallo? Deroschka? Ja, was ist los mit dir? Bist du eingeschlafen oder was? Hallo? Hallo? Ja. Ja, warte kurz bitte. Können Sie bitte Ihre aktive E-Mail-Adresse richtig sagen? Hab ich jetzt schon dreimal getan. Das ist keine E-Mail-Adresse. Was hast du aufgeschrieben, sag mir. Können Sie nochmal buchstabieren? Ich gebe dir jetzt eine andere E-Mail-Adresse. Du kriegst das nicht hin. Theodor. Emil. Theodor. Emily. Ja, Ludwig. Emily. Mhm. Ficken. Otto. Was? F. Nein. Ah! Nein. Nochmal von vorne, okay? Siegfried. Nein, da ist kein Siegfried in der Adresse. Wo kriegst du die Buchstaben her? Das ist hier nicht Lego, wo man sich Steine aus der Kiste rausnimmt. Nochmal von vorne, stopp. Okay. Theodor, Emil, Ludwig, Emil, Friedrich, Otto, Nordpol. Friedrich, Otto, Nordpol. Zeppelin, Ida, Zeppelin. Emil, Gustav, Emil. Ja? @gmail.com. Telefonziege @gmail.com. Okay, probiere ich noch einmal mit dieser E-Mail-Adresse.
Ich hoffe, das war jetzt nicht auch wieder zu schwer, weil das geht ja, der ganze Anruf geht ja im Prinzip nur darum, dass du es nicht hinkriegst zu buchstabieren. Ja, warte kurz, bitte, Augenblick. Ja, klar, warte ich. Geduld. Immer. Ich bin ein sehr geduldiger Mensch. Ich bin inzwischen so verzweifelt, dass ich mir mit einem USB-Stick in der Nase rumkrümel. Kannst du dir das vorstellen? Warte kurz. Wie alt bist du? Jessica Martin. Ich frage dich, wie alt du bist und du sagst mir deinen Namen. Was soll ich mit dir machen? Also, Entschuldigung, die Linie war unterbrochen, ich habe ihn nicht so gut gehört. Deine Linie ist unterbrochen, das habe ich gemerkt. Ja. Welche Sprache sprichst du, sag mir? Deutsch. Muttersprache, Native-Sprache. Spanien. Spanien, das schöne Land. Jetzt gib mir doch einfach deine E-Mail-Adresse. Das ist Sache von 5 Sekunden, dann kann ich dir schreiben. Ja, ob sie dieses Mal keine funktioniert haben, dann würde ich unsere E-Mail-Adresse buchstabieren für sie. Ja, bitte, bitte mach. Das ist gekommen. Du hast es geschafft. Warte gut, ich habe Intesa, San Paolo Bank. Ja, richtig, haben Sie bekommen. Ja, oh, du bist so toll. Du hast nur 15 Minuten gebraucht, um 10 Buchstaben aufzuschreiben. Geil. So, ich gucke mal. Ich lese mal eben. Die Intesa Group ist mit einer Marktkapitalisierung von 40 Milliarden Euro eine der führenden Bankengruppen in Europa und ein Motor für nachhaltiges und integratives Wachstum. Okay. Mir völlig egal. Und wo kriege ich jetzt mein Geld wieder? Ja. Ja? Was soll ich jetzt machen? Ja, hallo? Hallo? Ja? Ja, hallo? Ja, ich bin hier. Was soll ich jetzt machen? Ja, natürlich verlangt die Bank einige Unterlagen. Sie müssen zu uns die Nachweise über Ihren Verlust mitteilen. Dazu müssen Sie auf ein Bild oder Kopie von Ihren Identifikationen, Dokument wie Personalausweis, Führerschein, Reisepass benutzen, was am besten für Sie ist. Ja, und das soll ich dann zurückschicken, meinen Ausweis, ja? Ja, Vorseite und Rückseite, ne? Beide. Oh, meine Vorderseite wird dir gefallen, das kann ich dir versprechen. Warte, ich suche das Bild eben raus und dann kann ich das schnell zuschicken, ja? Ja, können Sie jetzt das machen? Auch die Unterlagen, die Sie Geld verloren haben. Ja, ich habe das alles da. Ich brauche nur 2 Minuten, weil ich war ja auch schon bei Polizei gewesen. Verstehst du das? Okay. Schicken Sie jetzt noch. Ja, ich sammle das eben noch zusammen. Wo ist euer Büro? Ist in Österreich? Ja. Ja? Übrigens, ja. Wenn ihr das nächste Mal eure Abzockunterlagen überarbeitet, Zentralbank ist ein Wort, ihr habt das getrennt geschrieben und ihre schreibt man in der persönlichen Anrede groß am Anfang. Nur mal so nebenbei. Mhm. Und das Wort Filialen schreibt man ohne H. Und bei Personalausweis gehört auch kein H mit rein. Und der Führerschein, da muss das H aber mit dazu. Ja, bei Kontoauszüge haben, hat das H übrigens auch nichts zu suchen. Ja, Sie können das zu uns senden und Sie bekommen alles, was Sie verloren haben. Mindestens 2-3 Werktagen. Die toten Brüder von meiner Frau wollen wir auch wieder haben. Das Wort Dienstleistungen schreibt sich mit IE. Wer hat den Text für euch geschrieben? War der besoffen oder in der Grundschule? Ah, mein Herr. Ja, ist doch so. Ich schicke dir jetzt das Bild zurück, ja? Ja. Ich habe dir das geschickt. Sie haben gesagt, Ihre Frau hat auch verloren, ne? Ja, die hat ihren Mann und 2 Brüder in Tschetschenien verloren, im Krieg. Könnt ihr die auch wiederbringen? Ja, wir gehen weiter mit Ihrem Fall.
Ich habe dir jetzt das Bild geschickt, Haben ne? Sie es gesendet? Ich habe dir das geschickt, das wird dir gefallen. Haben Sie es geschickt? Ich habe das geschickt, ja. Kannst du mir noch mal deine E-Mail-Adresse vorlesen, damit ich das auch richtig schicke? Hallo? Kannst du mir noch mal deine E-Mail-Adresse vorlesen? Hey! Ja, okay, alles klar. Gib mir die Erstattung, du scheiß Betrüger. Ich will mein Wir Geld brauchen wieder. Ihren Ausweis. Ja, ich hab dir meinen Ausweis doch gerade geschickt. Ich hab bei Google krummer Penis eingegeben, da gibt's ein Bild bei Wikipedia und das habe ich hier rüber geschickt. Kommentar, wir brauchen Ihren Ausweis. Also die ist hier wirklich mit Abstand das Dümmste, mit dem ich dieses Jahr bisher gesprochen habe. Und wir haben erst Ende März, verdammt nochmal. Dafür kriege ich ein paar Daumen, Freunde.